Jo Leute, willkommen zurück zu Faeria. Egal, was ich jetzt da für ein Avatar habe, heute spielen wir Rot Control. Nicht ganz Standard. Das, was Standard ist, mag ich nämlich persönlich nicht. Und dementsprechend ein bisschen was von mir, aber es ist schon klassisch eigentlich, was ich so benutze. Ah, das war blöd von mir jetzt gerade. Aber ich wollte den Feuerspucker halt erst dann benutzen, wenn es wirklich notwendig ist. Schön. Schön, schön. Oh, das wird jetzt ekelhaft. Wir machen das so. Eins, zwei, beenden den Zug. So, weil jetzt kann ich gleich Double Neutral spielen und die beiden hochziehen. Boah, ei. Push oder was wird das? Weil mit zweimal Feuerelementar, was spielt der denn? Naja, okay. Gut, wir werden es mitkriegen. Wie gesagt, das Ganze ist bei mir ein Control Deck. Und den klatschen wir so weg. Und dann würde ich sagen, beenden wir den Zug schon. Jetzt die Frage, geht er das straight durch? Setzt er hier einen roten hin? Ich würde da einen roten hinsetzen. Ich habe im ersten Zug einen Fehler gespielt. Ich hätte ihn spielen müssen und dann auf ihn schießen müssen. Das wäre vollkommen in Ordnung gewesen. Oh. Okay. Er kommt immer noch nicht direkt vor meine Sphäre. Das heißt, eins, zwei. Einmal hier hochlatschen. Und ansonsten bleiben wir erstmal dabei. Ihr seht's, blutiger Cypher, der. Warum? Warum machst du das jetzt? Da und da. Dann nehmen wir den Feuerspucker und schießen ihn. Und dann ziehen wir uns mit dem hier ein Feld zurück. Lass ihn kommen. Soll er sich kaputt rennen? Und ja, dann setze ich jetzt hier zwei hin. Obwohl, ich setze hier wahrscheinlich einen Berg hin, außer er setzt jetzt hier was hin. Wenn er hier oder hier was hinsetzt oder allgemein was hier hinkommt, dann nicht, aber ansonsten setze ich da jetzt erstmal einen. Ne, Moment. Ich mache ihm erstmal den Zugang hier dicht. Gehen wir hier hoch. Setzen ihn da hin. Weil ihn ziehen wir sowieso im nächsten Zug da hoch. So. Ich spare gerade meinen Verehrer so ein bisschen. Er muss jetzt sowieso erstmal aufholen mit dem Verehrer. Dementsprechend kann ich jetzt gleich ganz gemütlich. Oh, letzte Wort. Kann ich jetzt gleich ganz gemütlich. Wir können ihm gerade safe 5 Schaden dealen. Frage ist, machen wir das? Wie machen wir das? Wir können das machen. Wir können das machen. Wir können. Ich glaube, so dürften wir den meisten Gewinn rausziehen. Einmal den schießen. Einmal
Den runter, da, den kaputt. Und dann einmal den hier hinsetzen und auf ihn schießen. Und dann würde ich sagen, beenden wir da erstmal unseren Zug. Das war schon mal relativ rentabel. Wir haben immer noch 9 Faerier. Er wird jetzt darüber gehen. Ist vollkommen in Ordnung. Ob es das jetzt wert war, das ist jetzt die andere Frage für ihn. Ja, da wollte ich eigentlich hin. Ja, ist vollkommen in Ordnung. So, jetzt ist die Frage: Wie klatschen wir ihn da weg? Als Safe machen wir jetzt hier erstmal da und da. Dann machen wir hier den hin. Und den werde ich auf gar keinen Fall irgendwie wasten. Und dann würde ich sagen, beenden wir den Zug. Jetzt die Frage, wie genau nehmen die das? Muss ich wirklich angreifen oder gilt da auch angegriffen werden? Greifst du mich an? Scheint nicht der Fall zu sein. Oh, ho. Das könnte jetzt richtig knackig werden. Ich kann da jetzt da auf den gehen, den kaputt hauen und den gleich mitnehmen. Dann gehe ich aber das große Risiko ein, den zu pushen. Okay. Mutig. Mutiger Schritt. Weil jetzt hau ich dir den da kaputt. Das ist ganz klar. Weil damit push ich mich weiter hoch. Das war jetzt echt mutig. Jo, das hat er jetzt selbst gemerkt. Jo. Also, ich liebe dieses Deck. Wie gesagt, ich spiele es ein bisschen anders. Die meisten spielen sowas wie den Rebel Slinger nicht. Und ja, allgemein viele Sachen, die da normalerweise nicht reingehören, sind noch drin. Habe ich jetzt, glaube ich, nicht viel von gezogen. Ich hasse aber sowas wie die Rebellenkaserne. Die wird da ganz oft dreimal gespielt. Die spiele ich, glaube ich, einmal. Und ich glaube auch, dass der Horseman, Meister der Pferde oder irgendwie sowas, wie es auch immer heißt, dass der auch da zwei oder dreimal drin gespielt wird. Den spiele ich, glaube ich, einmal. Oder habe ich den sogar rausgepackt? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, den habe ich sogar komplett rausgepackt und dafür die Rebel Slinger dann. Weil ich persönlich da keinen Sinn hintersehe. Ja, ich gucke mir Decks ab, aber ich spiele die einfach nie so, wie sie dann nachher aufgebaut sind. Na gut, schreibt mir mal bitte in die Kommentare, ob ihr wieder die Liste eingeblendet haben wollt, wie ich meine Decks spiele, oder ob es euch lieber ist, wenn die nicht da ist und wenn ihr die sehen wollt, wo ich es hinpacken soll, weil ich würde es, wenn dann im Moment hier so links an die Seite halt packen. Also hier würde ich das am sinnvollsten erachten. Also so, dass man gerade eben noch das Faerier sieht und vielleicht hier die Länderzähler noch sieht. Ich meine, wäre auch nicht tragisch, wenn nicht. So, das wäre halt so mal die Frage, die ich an euch hätte. Wollt ihr sowas sehen? Wollt ihr die sehen oder interessiert euch das gar nicht? So, das würde mich interessieren. Und dementsprechend ab in die Comments. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Faeria. Haut rein, bis dann und ciao, ciao.